Ich bin der Jürgen aus Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. Der Herr Lehmann hat jetzt den Tom Fox aus dem Hamburger Raum am Telefon. Hallo Tom. Grüße dich, Herr Lehmann, und grüße euch alle, liebe Zuhörer. Hamburger Raum ist schon fast richtig, ich gehe noch ein bisschen weiter höher. Da sitzt ihr im schönsten Bundesland der Welt, für mich auf jeden Fall, in Schleswig-Holstein. Das Wetter hier in Sachsen, in Dresden, ist es ja sonnig. Wie ist es bei dir? Oh, das Wetter ist hier ebenfalls ganz, ganz mega astrein. Ich sitze gerade mit einer kleinen Studiopause auf der Terrasse und genieße ein Stückchen Kaffee bei jetzt zur Zeit fantastischen 33 Grad. Und ein Stück Erdbeertorte bestimmt dabei. Woher weißt du das, Herr Lehmann? Es ist Erdbeerzeit. Richtig. Und frisch aus dem Garten schmecken sie doch immer am besten. Dann haben wir natürlich ein schönes Stück Erdbeertorte vor uns. Du warst fleißig die letzte Zeit. Du hast eine neue CD auf den Markt gebracht, mit der du alle Fans und Hörer erfreut hast. Ich habe, es kommt jetzt mein drittes Studioalbum raus. Mhm. Alles Wahnsinn heißt das. Und davon haben wir die zweite Single-Auskopplung jetzt erfolgreich gestartet. Du und ich ist die zweite Single-Auskopplung, nachdem wir Du bist der Wahnsinn mit einem Musikvideo, ja, in einer Art und Weise, was glaube ich fast 8 Minuten geht, Fans und Freunde überrascht haben, aber auch die anderen überrascht haben, haben wir jetzt, du und ich, die zweite Single-Auskopplung und haben da ebenfalls ein schönes Musikvideo, was so ein bisschen, ja, wurde mir schon so angedacht, so an Aha erinnert, das Video. Gehst du an, wenn du eine CD oder eine Single-Auskopplung machst, heran, um die auf den Markt zu bringen? Sagst du, mir ist es jetzt so, ich muss jetzt eine Scheibe auf den Markt bringen? Oder ist es so im Gefühl, dass du sagst, ach, ich könnte mal wieder? Oder? Also, sagen wir mal so, erstmal bin ich ja mein eigener Herr. Das heißt also, meine Songs arrangiere und schreibe ich selber und texte ich selber. Ich setze mich dann in mein Studio, setze mich ans Klavier und spiele ein paar Melodien im Kopf. Und irgendwann habe ich dann mal 2, 5, 8, 10, 20 Lieder so halb fertig, wie man so schön sagt. Es kann auch sein, dass ich während der Autofahrt mein Handy nehme und auf Sprachmemo gehe. Und weil mir gerade Textzeile einfällt und eine Melodie einfällt und die dann da reinsumme. Ja, und danach, sage ich jetzt mal so,
gestalte ich dann die Geschichte, dass ich sage, ach komm, ich kann jetzt mal noch eine Scheibe machen oder noch einen Song. Und wenn man so und so viel zusammen macht, sagt man, Mensch, jetzt kann man das dritte Album rausbringen. So sieht's aus. Es zwingt mich keiner, aber es macht auch tierisch viel Spaß. Wenn ich jetzt so nach deiner Inspiration fragen würde und jetzt ganz spontan dich frage, welche Liedzeile fällt dir zu Dresden und Herr Lehmann ein? Ui, welche Liedzeile zu Lehmann und zu Dresden? Ja, da gibt es ja den berühmten Spruch, aber der passt ja nicht dann dazu. Also müsste ich mal wirklich ganz kurz überlegen. Ne? So ad hoc hast du mich jetzt wirklich auf den Fuß erwischt, aber ich könnte da bestimmt mal so eine kleine Pointe-Zeile für den Herrn Lehmann mit Dresden kombinieren. Hm. Ja, vielleicht dann beim vierten oder fünften Album ist da Herr Lehmann mit dabei. Der Lehmann aus Dresden. Ja, da müsste ich dann schon in die Art Reinhard-May-Geschichte reingehen. Ich bin Herr Lehmann. Kannst du mich aber trotzdem grüßen? Hallo, Herr Lehmann. Hallo. Hallo, Herr Lehmann. Komm doch mit nach Dresden. Ja, das ist dann immer Anregung, ja, und mitunter hat man doch mal so eine Idee und sagt, doch, halt, hier war was. Denn ja, so ist das ja auch entstanden bei meinem ersten Debütalbum. Da gab es auf der zweiten Singleauskopplung, Ich brauche einen Engel, gab es ein Model, was als Engel verkleidet wäre, und dieses Model hieß Cora. Da war das ganze Album noch nicht fertig, sondern da war nur der zweite Song fertig. Oder der vierte. Und dann kam halt Engel, sagten, wir bringen raus. Und dann hat sie gesagt, kannst du mir nicht auch einen Song schreiben? Und da habe ich dann tatsächlich Cora geschrieben, weil sie ein Model war. Und das Model namens Cora habe ich damals gesehen. Ich konnte ihren Beinen nicht mehr widerstehen. Und so ist das dann auch entstanden. So die Inspiration, dass man sagt, okay gut, ich schreibe jetzt für jemand Bestimmtes einen Song. Namens Cora hab ich damals gesehen. Ich konnte ihren Beinen nicht mehr widerstehen. Und auch die blonden Haare sind ein Männertraum. Ich kann sie nicht vergessen. Ich hätte auch einen Song, sag ich mal, für Herrn Lehmann wahrscheinlich nochmal schreiben. Vielleicht fällt dir irgendwann mal was ein, während der Autofahrt oder beim Stück beim nächsten Stück Erdbeertorte wirst du bestimmt denken, da habe ich schon mit Herrn Lehmann telefoniert. Ja, genau. Zum Beispiel. Das kann natürlich auch sein, das ist dann auch eine gute Eselsbrücke, Herr Lehmann. Ja. Als ich mit Herrn Lehmann telefonierte in Erdbeertorte aus. Genau. Ne? Hast du schon die erste Liedzeile? Ja, notier mal. Kannst du mir nachher dann per Facebook gerne zuschicken. Ich sende das zu und ich lasse es auch im Interview drin, es wird nicht rausgeschnitten. Das ist gut. Und dann schauen wir mal, wann der Song fertig ist. Dann schauen wir mal. Da dauert zwar noch ein bisschen, aber weil wir noch ein bisschen was anderes... Wir sind ja wie gesagt dabei, das dritte Album jetzt zu promoten. Darauf wollte ich gerade hinkommen. In den Hypno-Charts mit drin, in den deutschen offiziellen deutschen Schlager-Charts mit drin. Wir waren schreckenweise in den Amazon Download Charts hochplatziert und überhaupt platziert mit unserem Song Du und Ich, was ich sehr toll fand.
Das heißt also, es ist ja nur eine kurze Weile, dass dort ein größerer Download stattfindet. Aber ist okay, das freut mich und das freut mich auch, dass die Musik ankommt und auch der neue Song, du und ich, ankommt. Tourmäßig, wie bist du da jetzt in den nächsten Tagen geplant, um deine neue CD, deinen Song, alles zu promoten? Also, erstmal natürlich über die ganzen Radiosender, sei es im Internet und sei es aber auch die lokalen Radiosender, die im Äther sind. Da promoten wir natürlich, da haben wir ein paar Interviews noch vor uns. Wir haben auch in Nordrhein-Westfalen eine kleine Tour. Da wissen wir noch nicht ganz Bescheid. Ich weiß also, einen besonderen Termin in Dortmund findet der statt. Das findet das auch gleichzeitig eine TV-Aufzeichnung. Da werde ich ein paar Stücke aus dem gesamten Album bringen. Das wird aber erst im Oktober sein. Das ist dieses, was wir machen. Und um das dritte Album zu promoten. Ansonsten, wie gesagt, die Fangemeinde ist so für uns so schon strukturiert, dass wir sagen, das funktioniert schon fast von alleine. Wer es nachlesen will, kann nachlesen auf deiner Homepage. Auf der Homepage, beziehungsweise auf Facebook. Die Homepage wird auch gerade modernisiert, wie man so schön sagt, umgearbeitet. Da ist jetzt gerade Baustelle. Bin ich auch bei, aber ansonsten natürlich auf Facebook. Und da gibt es auch meine Fan-Community-Seite. Dazu lade ich natürlich all deine Hörer gerne ein, einfach mal vorbeizuschauen. Vielleicht auch zu liken, wenn ihr mögt, wenn ihr meine Musik mögt, wenn ihr mich mögt, dann würde ich mich freuen. Wenn man jetzt so schaut, also der Sommer steht vor der Tour, ist dämmerlich. Gibt's Urlaubspläne oder ist Tom Fox nur auf Tour oder macht er auch mal 14 Tage Urlaub mit Familie und tut alle Vierer von sich strecken? Also Urlaub mache ich ja immer Anfang des Jahres, Herr Lehmann. Mhm. Im Januar, Februar in der Richtung. Da geht's dann so ein bisschen in die Sonne. 2-3 Wochen, da haben wir dann Zeit für die Familie und Gesamten. Und im Sommer, jetzt wie der Sommer kommt, ist natürlich auch für uns Hauptzeit und Musikzeit, die dann auch bis in den Oktober reingeht. Dann haben wir, ich sag mal so, im Ende Oktober, Anfang November, doch mal so 2 Wochen, die man so kurzzeitig entspannen kann. Und dann haben wir schon wieder die Weihnachtsgeschichten alle und dann ist das ja auch schon wieder um. Also wie gesagt, für uns immer Urlaub im Januar, Februar. Wir beide tanzten die ganze Nacht. Wir beide schauten uns dabei stundenlang an. Wir beide lachten bis in den Morgen, bis dann der DJ sagte, jetzt ist Schluss, Mann. Wie persönlich hältst du dich fit, um diesen ganzen Marathon durchzuhalten? Hast du da entsprechend Ernährungsplan, Fitnessstudio oder fährst du vielleicht also mal? Also es ist natürlich wichtig, sage ich mal, auch für das gesamte Wohlempfinden und Wohlbefinden. Ich achte ein bisschen auf meine Ernährung, das heißt, ich achte auf Kohlenhydrate, ich achte auf Fette etc. Nicht zu viel, nicht übertrieben, ein bisschen Sport, 3-mal die Woche so ein Stündchen. Das machen wir schon. Ansonsten habe ich natürlich auch noch einen kleinen Garten hier zu bewirtschaften.
da ist natürlich auch viel zu tun. Der Gärtner kann auch nicht jeden Tag kommen, also macht man auch vieles selber. Und ansonsten ein bisschen Sport und einfach auf seine Ernährung achten und kein Alkohol, dann hält man sich auch fit. Das klingt super. Tom, also dich findet man auf alle Fälle auf Facebook, Tom Fox mit 2x. Ganz sonst wichtig. Wird das nichts. Genau. Und wer also mehr wissen will, soll ich einfach dort anschreiben, posten und dann gerne. Wirst du das. Was? Ich freue mich über jede Resonanz und über jede Message, die ich über Facebook oder E-Mail bekomme. Ich beantworte auch jede Anfrage, die da kommt. Manchmal ist es mir nicht möglich, immer sofort zu antworten, aber so 2, 3, 4 Tage später gibt es ja schon mal ein Feedback von mir. Tom, da danke ich dir ganz herzlich, dass du deinen Kaffee und Erdbeertorte unterbrochen hast für mich, für das Telefoninterview. Lass dir das zweite Stück Erdbeertorte schmecken und den zweiten Kaffee. Wünsche dir natürlich heute noch einen sonnigen Tag, einen sonnigen Sommer mit vielen, vielen Auftritten und dass die Scheibe genauso ein Erfolg wird wie die letzten. Lieber Herr Lehmann und liebe Zuhörer, ich danke dir erstmal recht herzlich. Ich danke deinen Zuhörern recht herzlich, dass sie uns zugehört haben. Wünsche dir und danke natürlich recht herzlich fürs Interview und wünsche dir nochmal einen schönen Tag. In diesem Sinne, schöne Grüße nach Dresden. Bye bye, euer Tom Fox. Sag mal, wo kommst du denn jetzt her? Es ist schon weit nach Mitternacht. Wie kann ich dir denn vertrauen, die Liebe zu dir aufbauen, wenn du sowas mit mir machst? Du sagst, es wurde heute etwas länger. In deinem Job, da wäre das ganz normal. Jedoch glaub ich dir das nicht. Dein Blick spricht Bände für dich. Ja, das scheint mir nicht normal. Doch du hüllst dich hier in Schweigen und es bringt mich wirklich um. Sag mir doch,